Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem kleinen Video. Ihr habt es bereits im Titel gelesen, es geht um die PS5. Beziehungsweise um die PS5, wie ihr auf PS4-Server joinen könnt, ob das Ganze geht, was jetzt neu sein wird. Und ja, also im Großen und Ganzen, Leute, es gibt zu dieser aktuellen Uhrzeit, wir sind jetzt einen Tag vom Release derzeit, 20 Uhr, keine 100% News. Aber man muss es mal so betrachten. Auf der Xbox Series X, die bereits seit dem 10. draußen ist, kann man auf den Xbox One Servern joinen, das ohne Probleme. Da wäre die Frage, warum soll es auf der PS5 nicht gehen? Dann, wenn du im Internet danach googelst, ich meine, in Amerika gibt es die PS5 ja schon seit dem 12., ich glaube dem 12., und du findest nichts Negatives wie, man kann nicht joinen, da gibt es keine News, und wenn das nicht gehen würde, dann würde das auch da stehen. Also ich meine, sowas verbreitet sich ja meistens immer, wenn irgendwas nicht funktioniert. Gerade so Hate-Sachen, sag ich jetzt mal, würde man locker lesen. Und man findet dazu einfach nichts. Deswegen, im Großen und Ganzen, ihr könnt mit der PS5 auf der PS4-Servern sehr, sehr wahrscheinlich joinen. Wenn sich da was ändern sollte, werden wir es in die Kommentare schreiben, oben ranpinnen. Ich habe leider keine PS5 zum Launch, bekommen sie nicht. Erst ein bisschen später, aber Spieler von uns auf dem Server haben welche. Gerade unser zweiter Admin, der wird das dann testen. Auch das Grafikvergleichvideo von PS4 Pro zu PS5 wird dann auch, denke ich mal, ja, vielleicht am Release-Tag, einen Tag später, also morgen, übermorgen, also am 19. oder am 19. Jahr oder am 20. Dann online gehen. Hängt davon ab, wie schnell wir das hochladen können und arbeiten, bla bla bla. Zusätzlich, was wird sich ändern? Wir haben bis jetzt nur die Infos, wie gesagt, von der Xbox, und ich nehme die einfach mal als Referenz, weil, wie gesagt, warum sollte es da groß anders sein? Aus Spielern, die mir mitgeteilt haben, wie es bei dem Server ist, ist es halt so, dass die Xbox Series X schon Vorteile hat. Sie sind schneller im Spiel, also weniger Ladezeiten. Die Dinos werden nicht mehr so komisch polygonmäßig geladen. Also hier dieses, dass eine Eule aussieht wie so ein komischer Papiervogel, der noch ungeladen ist. Also diese ungeladenen Sachen würden komplett wegfallen. Basen würden viel besser laden. Es gäbe fast keine Lags. Also Basen, die laggen auf der PS4 oder auf den Xbox-Servern so gesehen in dem Fall, also bei denen auf dem Server, auf dem Xbox-Server, würden auf der neuen, also auf der Next-Gen nicht mehr laggen oder relativ wenig laggen. Also komplett ohne wird es auch nicht sein. Spielabstürze, also bei PS4-Spielern diese CE-Fehler, ich weiß gar nicht, ob die bei Xbox auch CE-Fehler heißen, aber auf jeden Fall, die würde es so gut wie keine mehr geben, also was Basen angeht. Also im Großen und Ganzen, die Performance soll wirklich besser sein. Für mich die Schattenseite an der Sache ist, wie wird es halt dann im Verhältnis zu 4 und der PS5? Also ist es dann so, dass ich auf der PS5 eine Base baue, die nicht leckt, aber auf der PS4 einen CE-Fehler produziert? Das müssen wir halt in den nächsten Wochen ein bisschen rausfinden, wie sich das kristallisiert. Weil da habe ich ein bisschen Angst vor, dass die PS5-Spieler halt, ja, ich sage mal, die meinen es ja dann nicht Absicht. Die bauen ja einfach dann eine Base ein bisschen größer, weil leckt ja nicht mehr so, und die PS4-Spieler haben halt in die Arschkarte gezogen. Ich weiß nicht, das müsste man mal so ein klein wenig, ja, überwachen. Aber auch da könnt ihr bitte in die Kommentare schreiben, Leute, was ja, ihr davon haltet, wie es bei euch ist. Man auch noch Wochen, also ein, zwei Wochen auch nach dem Video, hier kann man immer noch in den Kommentaren die Info dazu schreiben. Wie gesagt, wir werden auf jeden Fall 100% alles bekannt geben, sobald wir es wissen und sobald es auch bestätigen könnt. Aber auch ihr könnt natürlich vorher schon reinschreiben, wenn ihr eure PS5 heute Nacht schon habt, morgen früh, wo immer ihr sie jetzt herbekommt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben, ob es funktioniert. Und ja, Leute, das war es anstelle von dem Video gewesen. Wäre cool, wenn ihr das teilen würdet mit Leuten, wo ihr wisst, dass ihr eure PS5 haben wollen, falls man mit euren, auf eurem Server zum Beispiel Spieler, dass die auch im Endeffekt Bescheid wissen. Würde mich mega freuen, das Ganze ein bisschen bekannt, also das Video ein bisschen zu teilen. Würde dann den Kanal auch ein bisschen pushen. Und ja, sonst nebenbei, dass der Hintergrund ein klein wenig anders aussieht, ein bisschen unaufgeräumter wirkt. Ich habe heute gerade umgeräumt, bin vor ungefähr 10 Minuten fertig geworden. Es wird die nächsten Tage hier im Background noch ein bisschen anders da werden, anders da aufgebaut. Die Regale werden wahrscheinlich verschwinden Anfang nächsten Jahres, dann wird auch, oder Ende des Jahres. Es wird alles ein bisschen umgebaut hier auf dem Kanal, soll alles auch ein bisschen schöner, attraktiver werden, mit ein bisschen mehr Licht und der ganz andere Wand im Hintergrund. Und ja, ich arbeite daran, das Ganze hier ein bisschen schöner für euch zu machen. Und dann würde ich sagen, Leute, vielen, vielen Dank für den Support. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.